Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es mal ein richtig klassisches Rezept. Ich werde Crème Brûlée zubereiten. Murat mag das wirklich sehr gerne. Und ich habe Crème Brûlée, ich glaube, tatsächlich das erste Mal sogar in Frankreich gegessen, als wir damals den Claude besucht haben bei Debuyer. Es war wirklich super lecker und vor allem ist Crème Brûlée einfach sehr cremig. Und dann hat man ja diese karamellisierte Zuckerschicht obendrauf, also richtig gut. Die Zutaten dafür habe ich persönlich immer zu Hause. Ich brauche nämlich nur 5 und die zeige ich euch mal kurz. Ich nehme dafür 250 Gramm Milch, 250 Gramm Sahne, etwas Vanilleextrakt, 5 Eigelbe und 50 Gramm Zucker. Die Zubereitung ist ganz einfach, sie ist nur etwas zeitintensiv, weil nämlich die Crème Brûlée Masse gleich im Backofen stocken muss und danach noch kühlen muss. Aber so von der Zubereitung her wirklich super einfach. Ihr nehmt jetzt zuerst einmal den Zucker, der kommt hier in die Schüssel. Die Eigelbe kommen dazu. Dann etwas Vanilleextrakt. Die Sahne und die Milch, die gebe ich jetzt hier in den Topf. Die erwärme ich jetzt nämlich. Also nicht kochen lassen, nur so bis kurz vor dem Kochen. Also mache ich jetzt hier mal Stufe 7. Und die Eierzuckermasse schön schaumig rühren. Jetzt ist die Milchsahne soweit. Und die Eiermasse auch. Die Eiermasse ist jetzt schön weißcremig. Und jetzt gebe ich die warme Milch bzw. die heiße Milch hier rein. Während dem Rühren. Gieße die Masse jetzt durch ein Haarsieb, damit der Schaum verschwindet. Ich habe nämlich etwas zu lange gerührt. Und mit dem Messbecher kann ich auch gleich viel einfacher einfüllen. Ich habe jetzt keine Crème Brûlée Schälchen. Crème Brûlée Schälchen sind etwas größer und flacher, damit eben die Masse auch schön und schnell stockt im Backofen. Ich habe keine, deswegen nehme ich jetzt die Emaille-Schälchen. Ihr könnt aber auch ganz einfach ein Porzellangefäß nehmen. Irgendwas, was einfach ofentauglich ist und später beim Karamellisieren nicht kaputt geht. Ich habe nämlich mal den Fehler gemacht und habe Glas genommen. Im Backofen war alles kein Problem, aber später, als ich dann den Gasbrenner benutzt habe, ist das Glas gesprungen und das ist halt echt schade. Ich nehme jetzt die und fülle sie. Und das passt dann. Und im Ofen muss jetzt die Masse gleich stocken. Das heißt, die wird nicht gebacken, sondern einfach erwärmt, dass die Eier stocken. Und jetzt gebe ich sie hier in ein anderes Emaille-Schälchen, also einfach ein anderes tiefes Blech nehmen. Denn jetzt kommen sie ins Wasserbad. Perfekt. Aber das Wasser gieße ich erst ein, wenn ich sie im Ofen habe, bei 140 Grad. Das dauert so etwa 45 bis 55 Minuten. Ihr könnt einfach mal schauen. Sie sollen dann noch ein bisschen wackelig sein, aber eben schon gestockt sein. Und dann hole ich sie aus dem Backofen raus, lasse sie komplett abkühlen. Am besten 2 Stunden dann in den Kühlschrank stellen nach dem Abkühlen. Und dann kommt die Karamellschicht dran. Und die könnt ihr wirklich wunderbar vorbereiten. Habt sie dann bereit im Kühlschrank. Und kurz vor Verzehr kommt dann die Zuckerschicht. Das Wasser jetzt vorsichtig eingießen, so ungefähr halb hoch zu den Schälchen. Und hier wirklich auch schon gekochtes Wasser nehmen, dann habt ihr das nämlich schon mal heiß. So, jetzt nur noch warten. So sehen die Schälchen jetzt aus. Wie gesagt, sind sie schon komplett abgekühlt und so habe ich sie jetzt bereit. Und wenn ihr jetzt am Tisch Crème Brûlée essen möchtet, dann kommt jetzt kurz vor Verzehr erst die Zuckerschicht drauf, damit sie eben noch knackig bleibt und nicht wässrig wird. Und jetzt einfach etwas Zucker auf die Oberfläche streuen.
So eine schöne dünne Schicht. Und dann entweder einen Gasbrenner nehmen, so wie ich. Und wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch den Backofen benutzen, auf die höchste Grillstufe einstellen und wirklich kurz unter der Backofen, wie sagt man denn? Unter dem Backofendeckel, da unter dem Dach, wirklich die oberste Einschubleiste wählen und in den Backofen schieben. Aber es muss wirklich ganz heiß sein und ganz schnell gehen, denn die Creme unten soll ja nicht warm werden. Es soll wirklich nur ganz kurz unter den Grill kommen. Okay. Simi, du bist bereit? Ja. Ich mache uns jetzt Creme Brûlée, okay? Lecker. Ui. Sieht schon cool aus, gell? Mhm. Und ich finde, das muss man auch am Tisch machen. Direkt am Tisch beim Servieren. Boah. Voll gut. Wird es auch klappen, wenn man dass wir jetzt Alkohol draufkippen und dann anzündet? Oder sowas, was brennt und dann auspustet? Das weiß ich nicht, aber... Wird auch cool aussehen, wenn man irgendwas anzündet und es dann oben runter brennt. Karamellisiert es dann? Ich weiß es nicht. Nicht, ne? Wahrscheinlich verbrennt dann der Alkohol und der Zucker. Aber was passiert dann mit Zucker? Aber es wird voll cool aussehen. Mhm. Haben wir immer damals im Chemieunterricht. Da hat unser Chemielehrer damals, der Herr Dr. Dumm, der hieß so. Ich wollte ihn gerade grüßen, jetzt lachst du ihn einfach aus. Ja, okay. Hallo Herr Dr. Dumm, ich kenne Sie noch, ich war eine gute Chemieschülerin. Ich bin nur zweimal aus dem Chemieunterricht abgehauen über die Brennschutztür. Aber er hat es nicht gemerkt. Aber ich habe es ihm danach irgendwann erzählt und er so, oh hoala, das habe ich gar nicht gemerkt. Okay, es war, sowas macht man nicht. Ja? Aber wir haben gewettet, ob er es merkt oder nicht, er hat es nicht gemerkt. Ich lasse es, was ich gerade sagen wollte. Ja. Und ich war eine gute Chemie-Schülerin. Ja. Und dann hat er, ich bin voll abgewichen. Und dann hat er immer, der hat auch so eine Steinplatte gehabt im Chemielabor. Mhm. Und dann hat er da auch einfach immer Alkohol drauf geschüttet und angebrannt. Dann haben wir immer so zugeguckt. Ja. Ja. War schon okay. Alle, oh. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, ich würde gerne probieren. Ach so, ja. Darf ich? Ja. Okay. Dankeschön. Ja. Du kannst den Messlöffel. Achso, auch. Ich dachte gerade, so ein Löffel, der ganz drauf geachtet. Ups. Der Messlöffel. Da kommst du halt so schlecht. Das müssen wir mal gucken, aber das muss nämlich ganz kurz abkühlen. Okay. Ah, doch, aber das ist schon. Ja. Das zerbrechst du, macht so Spaß immer. So muss es knacken. Ich sehe schon. Mhm. Ja, die Zuckerschicht oben ist immer so geil. Die ist die beste. Und unten dann so schön kühl. Mhm. Oben noch ganz bisschen warm. Ja. Und unten kommt echt das Kühle durch. Voll gut und richtig cremig. Und ich finde, es schmeckt auch echt leicht. Gell? Mhm. Ist zwar Sahne drin, aber... Mhm. Kasuin hast du eh gerade verbrannt. Von daher. Meine Worte. Ja. Perfekt. Oh, ist das lecker. Creme Brûlée ist einfach so lecker. Weißt du, was ich noch nie gesehen habe? Ein Schokocreme Brûlée. Ja, stimmt. Mhm. Also Schokopudding wäre es dann so ähnlich. Mhm. Und dann statt Vanille exakt mit Tonka. Mhm. Müssen wir mal auch mal ausprobieren. Mhm. Jedenfalls habt ihr hier das klassische Creme Brûlée. Probiert es gerne aus. Ihr habt gesehen, schwierig ist es nicht. Ihr müsst nur ein bisschen Zeit mitbringen. Aber man kann das auch super gut vorbereiten, auch am Tag vorher und dann am nächsten Tag einfach nur noch karamellisieren. Also probier es gerne mal aus und du sagst mir gleich, was du wirklich sagen wolltest. Okay. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.